Hi erstmal. Also, wir haben uns überlegt, es gibt sehr viele Fake News zu Themen wie erneuerbare Energien, zu verschiedenen Energiequellen oder Energieumwandlungsprozessen. Und darüber wollten wir ein bisschen aufklären. Und vielleicht geht das in so einer Art von einem Quiz am besten. Und naja, deshalb haben wir uns überlegt, machen wir einen Quiz. Wir alle drei sind hierher gekommen als Anfänger und haben in den paar Tagen, die wir hier waren, gelernt, wie man programmiert mit HTML, CSS und JavaScript. Und schlussendlich haben wir eine coole Webseite auf die Beine gestellt, wo man ein Quiz machen kann, um zu testen, wie gut man sich selber in Sachen erneuerbaren Energien auskennt. Und besonders stolz sind wir auf die zwei Sachen. Einmal dieses wunderbare Bild, was da eingefügt wurde. Und einmal dieses coole Vater da unten. Und um das einmal zu präsentieren, wollen wir dieses Quiz auch einmal mit euch machen. Also, liebe Zuschauer, ist eine Frage an euch. Wie hoch, glaubt ihr, sind die Anteile der Stromerzeugung durch Photovoltaik im Gesamtnetz im Jahr 2020 gewesen? Sind es 24% oder 8,9% oder denkt ihr, es sind 17,4% oder denkt ihr, so stark ist das nicht, das sind 3,7%. Also ruhig melden. Wer ist für 24%? Zwei Stimmen, drei Stimmen, vier Stimmen. Okay, fünf Stimmen. Okay, wer ist dafür, dass es 8,9% sind? Okay, schon ziemlich viel. Nur einmal zum Drüberschauen, 17,4%? Ein paar? Und 3,7%? Okay, also am meisten sind für 8,9%. Loggen wir ein. Okay, nächste Frage. Wie lange braucht eine Windenergieanlage, bis sie eigentlich energetisch effizient ist? 1 bis 2 Monate? 3 bis 7 Monate, 8 bis 10 Monate oder sogar 1 Jahr und länger. Einmal die Leute melden, die für 1 bis 2 Monate sind. Okay, niemand? Oder doch eine Person? 3 bis 7 Monate? Okay, schon etwas mehr. 8 bis 10 Monate? Ja, so, ja. Und 1 Jahr und länger. Okay. Ja, ich denke, das war Mehrheit. Okay. Super. Also wie viel Prozent der weltweiten Kapazitäten zur Energiespeicherung bilden Pumpspeicher? Die Antworten sind 59%, 69%, 79% oder 99%. Ich würde das jetzt so machen, wer eine Idee hat, der meldet sich und dann nehme ich das einfach so. Du. Noch jemand anderes? Ja, noch mehr motivierte Leute. 79? Okay, das ist keine Mehrheit. Schade. Ja, noch jemand. Gut, das loggen wir ein. Alle so fachkundig hier. Da wir das ein bisschen abkürzen wollen, die Frage ist, wie hoch sind die Strahlungsmengen bei einer Solaranlage und A, B, C oder D? A? B? C? D? Okay, eingeloggt. Und das ist euer Ergebnis. Ihr habt 11 von 14 Punkten erreicht. Ihr kennt euch schon gut aus, aber es schadet nicht, diese Themen noch einmal durchzuschauen. Wir haben hier eure Quellen verlinkt und dann könnt ihr zurück auf die Startseite gehen und dann seht ihr hier unten in den Quellen, was unsere ganzen Quellen sind, wer mitgemacht hat. Das sind erstmal wir und unsere Mentorinnen Stefanie
und Jana, denen wir ganz herzlich danken, wie sehr sie uns geholfen haben. Und natürlich huldigt Gandalf den Bunten und abonniert @Gandalf_der_Bunte_ _ auf Instagram. Vielen Dank.